Gute zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Retrokrempel. Eigentlich sollte es heute ein Update-Video geben mit einem kleinen Unboxing. Ein paar Neuzugänge wollte ich euch zeigen, ein paar News erzählen. Ja, leider kam es ein bisschen anders, beziehungsweise mir war jetzt nicht so danach. Viele haben es ja mitbekommen, dass der gute Georg, der Chico, vor 2 Wochen sehr überraschend gestorben ist. Donnerstags hatten wir noch miteinander Kontakt, hatten über WhatsApp ein bisschen über Gameboy philosophiert, da wir ja beide auch den Schwerpunkt Gameboy in der Sammlung haben. Und ich sollte ihm mal noch meine Sammlungsliste, hatte ich vor kurzem erst erstellt, schicken, meine Wantliste, denn er hat noch ein paar Sachen für mich gehabt und da hat man halt noch, wie gesagt, ein bisschen geschrieben. Freitagmorgens hat er dann in unsere WhatsApp-Gruppe noch reingeschrieben, guten Morgen, wie er es halt meistens gemacht hat, auch als Erster. War um kurz vor 5. Ja, eine kurze Zeit später ist er dann auf der Arbeit spontan gestorben, Herzinfarkt. Ja, war schon eine harte Nachricht, wie wir die bekommen haben. Ein paar Stunden vorher hatten wir noch mit ihm Kontakt. Und abends in unserer WhatsApp-Gruppe wurde dann, ging es dann rum. Keiner wusste, ob es halt stimmt oder nicht. Und das hat dann der gute Flo und der Rhee hatten es dann auch nochmal bestätigt. Die hatten auch mit der Familie gesprochen. Ja, Glück im Unglück kann man da sagen. Er ist nicht auf dem Weg zur Arbeit gestorben, sondern auf der Arbeit, wo er vielleicht hätte auf dem Weg noch einen Unfall verursacht oder sowas. Ja, jemanden zu verlieren ist immer schwer. Spontan zu sterben ist eigentlich immer der schönste Tod. Man muss niemanden lang über Krankheitsszenerien begleiten. Man steckt vielleicht auch Kraft und Energie dann und Hoffnung natürlich dann, dass dass derjenige dann vielleicht wieder gesund wird. Und ja, muss dann zusehen, wie derjenige dann doch stirbt. Ich kenne das aus einem eigenen Verwandtenkreis. Von daher ist das so blöd, wie es klingt. Immer der schönste Tod, wenn man einfach einschläft oder einfach umfällt und einfach tot ist. Ist natürlich schwer für Familie und für Freunde, sich von so jemandem dann gebührend zu verabschieden. Wir waren dann auch mit dem Flo, mit dem Gary und mit dem Ree, war ich dann auch auf der Beerdigung eine Woche später, die zum Glück so stattfinden konnte. Es ist ja in der Corona-Zeit auch nicht so üblich, dass eine Beerdigung halt überhaupt stattfinden kann oder dass man da halt überhaupt dran teilnehmen darf. Den Georg dann noch auf seinem letzten Weg begleitet, ihm die letzte Ehre erwiesen, der Familie nochmal das Beileid ausgesprochen und ja, so war das. Georg, ich hoffe, da wo du bist, geht es dir gut. Ich hoffe, dir gehen die Batterien niemals aus. Du wirst jedes Level und jedes Gameboy-Spiel durchrocken, endlich mal Zeit dafür haben. Und vielleicht sieht man sich ja auch irgendwann mal wieder. Man weiß ja nie. Auf der Beerdigung gab es dann diese, ja, Trauerkarten nennt man das, glaube ich, mit dem Georg und einem Foto von ihm in seinem Super Nintendo-Shirt. So habe ich den Georg kennengelernt damals in Montabaur auf der Retro-Börse, beziehungsweise wir haben uns dort das erste Mal live gesehen. Und hier steht noch als Spruch, wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen. Auch ein schöner Spruch, passend dazu. Auch hier oben das Zelda-Logo nochmal abgedruckt. Ja. Der Georg wird jetzt, das Bild wird eingerahmt. Und dann kommt er hier in meine kleine neue Gameboy-Ecke, die ich euch eigentlich heute zeigen wollte. Denke, das würde ihm auch gut gefallen, wenn er hier irgendwo ein Plätzchen findet bei einem. Ja, wie gesagt, Georg, ich hoffe, dir geht's gut. Ich wünsche dir alles Gute da, wo du bist. Der Familie und den Freunden, den Angehörigen wünsche ich noch viel Kraft. Gerade vor der Weihnachtszeit ist das natürlich immer eine schwere Sache, jemanden zu verlieren. Und ja, ich wollte nochmal Danke sagen an die Leute, die für den Georg gespendet haben oder auch
Beileidsbekundungen an die Familie ausgerichtet haben. Wir hatten zuerst bei uns in der WhatsApp-Gruppe eine Spendenaktion gemacht, dann ging das schnell über verschiedene Tausch- und Verkaufsgruppen, Gameboy-Gruppen und so weiter. Über YouTube sind ein paar Aufrufe gemacht worden. Derry und noch ein Bekannter von ihm, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, sorry, die haben eine eBay-Auktion gegründet und also eine eBay-Auktion geschaltet, wo sie noch zwei Sachen verkauft haben, wo auch ein paar hundert Euro zusammengekommen ist jeweils. Und ja, es hilft jeder Euro der Familie. Man muss überlegen, es ist halt ein Ernährer weggebrochen, nicht nur ein Mann und ein Vater und ein Freund oder ein Bruder oder ein Kind, sondern halt auch ein Haupternährer, der wegfällt. Man hat weiterhin laufende Kosten, die Beerdigung kostet Geld. Bis der Nachlass und sowas geklärt ist, hilft es auf jeden Fall der Familie weiter. Dann nochmal vielen Dank. Wie gesagt, jeder Euro, den man aufbringen kann, ist dann natürlich eine super Investition für die Familie. Dann nochmal vielen Dank. In diesem Sinne, Leute, ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt sagen soll. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Retro-Krempel, hoffentlich mit einer etwas schöneren Folge. Und in dem Sinne, bleibt gesund. Bis dann. Gute.